Bevor das eigentliche Video losgeht, noch eine kurze Information für alle, die den Kanal wegen den veganen Sachen abonniert haben. Das kommt im nächsten Video wieder. Jetzt möchte ich einfach ein bisschen zeigen, wie ich mein neues Studio einrichte. Und ja, mehr dazu dann gleich nach dem Intro. Ja, wie ich bereits im Video, das heute online gekommen ist, mitgeteilt habe, bekomme ich ein Studio. Eigentlich sollte ich es Montag bekommen, das Ding ist, ich habe es heute bekommen. Das heißt, wir können jetzt gemeinsam das Studio heute bzw. im Laufe des Wochenendes einrichten. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal rüber und ich zeige es euch. Das ist jetzt ziemlich cute, das ist so das Fenster. Hier habe ich Steckdosen und so gedöns. Hier ist eine recht cute Lampe. Das Geile ist heute eine Lampe. Ich habe gesehen, die haben so richtige Lampen, wie man auch bei Softboxen hat. Hinten ist dann so der Eingangsbereich. Ich weiß nicht, was da hinkommt. Ich denke, ich werde hier eventuell so eine Ladestation hinmachen, wo die ganzen Akkus und so laden. Aber das sehen wir dann. An sich cool und ja, der Ausblick ist halt auch jetzt nicht so schlecht. Dann zeige ich euch mal. Kann man sich eigentlich echt gar nicht beschweren. Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt hier Stützen, also so Füße für den Schreibtisch organisiert und eine Bohrmaschine. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier in die Ecke den Schreibtisch als erstes hin. Leute, ich stelle gerade fest, dass die Höhe einfach gar nicht passt. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt nochmal abschneiden. Ja, die steht jetzt soweit. Diesmal mit ordentlichen Füßen. Ist etwas stabiler als vorne. Jetzt würde ich sagen wir mal den Saustall, was ich hier gerade veranstaltet habe, nochmal auf und dann machen wir weiter, holen wir Stühle rüber, Monitore etc. Ja, ich habe das Ganze jetzt soweit aufgebaut. Hier ist dann das Mikrofon, Drucker, das ist so mein Arbeitsmonitor, hier ist der Platz für den Laptop. Hier habe ich so die Ladestationen und die Ordner drin. Hier habe ich auch bereits schon die Lampen hingebaut, denn hier oben möchte ich im Grunde so eine Schiene haben, wo man dann halt die Hintergründe so runterschieben kann, damit man halt hier wirklich dann einen Bereich hat, wo man shooten kann. Und ja, genau, das wird dann so im Grunde mein Reich und ja. Da hinten habe ich mir überlegt, übrigens auch, hier möchte ich eine Garderobe hin. Und hier eventuell so eine Chill-Couch oder so. Da muss man dann jetzt demnächst schauen. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Aktiviert die Glocke, abonniert mich. Hiermit bin ich raus. Ciao.